6:1 Sieg im Pokal. Dritte Runde hier beim TSV Fortuna Götzingen. Neben mir Nicolas Hebisch. Der gute Mann hat schon gegen die Stuttgarter Kickers genetzt. Kommt, ich sag's mal, von den Freunden aus Magdeburg. Wie hast du dich eingelebt in Mannheim bei Malthof? Ja, bis jetzt, ich bin ja noch nicht allzu lange da, 2 Wochen glaube ich jetzt. Und ja, bisher bin ich rundum positiv aufgenommen worden. Die Truppe ist super intakt. Und ja, bis jetzt alles sehr positiv. Wie kam es dazu, zu dem Wechsel nach Mannheim? Ja, ich war ja ein bisschen länger vereinslos und ja, Mannheim ist ja, hat man ja letzte Saison, haben die ja schon habt ihr eine gute Saison gespielt, Relegation leider knapp nicht geschafft. Und ja, in der dritten Liga ging es leider nicht weiter und ich wollte halt auf jeden Fall in die vierte Liga zu einem ambitionierten und Traditionsverein natürlich auch noch super gewesen. Und das hat jetzt alles so gepasst und ich bin froh, dass ich hier bin. In Stuttgart kommen wir aufs Ligaspiel erstmal zu sprechen. Gleich das 1-0 vorbereitet und das 3-0 gemacht. Letztendlich der Siegtreffer, könnte man ja auch so nennen. Wie hast du dich gefühlt im ersten Spiel? Gleich so ein Start, wahrscheinlich hervorragend, oder? Ja, dass es natürlich so super geklappt hat. Gerade in der ersten Halbzeit war natürlich traumhaft. Aber ja, zweite Halbzeit haben wir es dann leider noch mal ein bisschen spannend gemacht. Aber ich denke, für den Anfang, erstes Spiel, weil sie wissen immer nicht alle, wo sie stehen und von daher sind wir gut aus den Startlöchern gekommen. Pokalerfahrung? Bisher alles schon dabei gewesen, vom Gewinnen bis auch Ausscheiden gegen kleinere Teams, aber ja, jetzt in der jüngeren Vergangenheit war es meistens dann ein gleichwertiger Gegner oder so, wo es dann vielleicht nicht mehr weiterging, aber ja, Pokal, wie gesagt, weiß ja jeder, ist nicht ganz so einfach. Heute, denke ich, haben wir es, erste Halbzeit ist natürlich immer schwer, weil wir haben jetzt ein bisschen durchrotiert. Die Jungs haben auch so noch nicht zusammengespielt. Und ja, am Ende zählt eigentlich nur das Weiterkommen. Und dass wir es jetzt, am Ende 6-1, das ist dann, Pflicht erfüllt, sag ich mal. Also du hast den Pokal schon mal gewonnen. Also du weißt, wie so ein Pokal aussieht. Ja, gewonnen habe ich den schon mal, das stimmt. Das ist natürlich super, super Gefühl, ne? Und DFB-Pokal spielen ist auch nochmal umso schöner. Gerade vor einer etwas größeren Kulisse dann oder sowieso schon. Und ja, dafür fährt man über die Dörfer und da will man natürlich am Ende in der neuen Saison dann wieder stehen im DFB-Pokal. Geil, dann solltest du am besten mal den anderen erzählen, wie so ein Pokal aussieht, wie sich das anfühlt und vielleicht klappt das ja dieses Jahr dann. Ja, ich habe schon gehört, der letzte Pokalerfolg ist schon ein bisschen länger her, aber ja, wir versuchen es diese Saison auf jeden Fall aufs Neue wieder und ich bin ganz positiv gestimmt, dass wir da eine gute Rolle spielen werden auf jeden Fall. Alles klar, viel Erfolg, wir sehen uns am Freitag. Machen wir. So, jetzt kommt zu mir, vom Liga-Konkurrenten, zu uns gekommen, Benedikt Köp. Wie geht's dir? Wie hast du dich eingelebt in Mannheim? Ich denke, ich kann zufrieden sein. Jetzt haben wir 2 Spiele gewonnen. Wenn man jetzt vom Fußballerischen ausgeht, war das schon ganz okay. Und auch von der Mannschaft her. Das ist alles klasse, das Umfeld, das passt und ich fühle mich sehr wohl. In den Testspielen hast du schon gezeigt, Benedikt Köp zeichnet sich wahrscheinlich sehr durch Laufspiel und Kampf aus, richtig? Ja, ich versuche mich irgendwie einzubringen in die Mannschaft. Das sind sicherlich eine meiner Stärken. Oberste für mich ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und ich denke, das klappt ganz gut. Wie groß ist ein Schritt von Trier nach Mannheim? Eigentlich gar nicht so groß, oder? Wenn man jetzt die Traditionen der beiden anschaut, ist es wahrscheinlich ein netter Vergleich. Ja, sind beides 2 tolle Vereine. Ich denke, was für Mannheim noch spricht, ist natürlich das tolle Stadion. Da gehen noch ein paar Fans mehr rein und die sind auch dann an den Spieltagen da, aber sind 2 tolle Vereine, klar. Wie hast du in Stuttgart das erste Spiel aufgenommen und gesehen? Ich denke, da haben wir gesehen, was wir können und auch gesehen, was wir nicht können. Das war vielleicht auch nicht ganz unwichtig zum Schluss. Wir müssen an vielen Dingen noch arbeiten, aber ich denke, wenn du so startest, kannst du sehr zufrieden sein. Hat Trier mit dir schon mal einen Pokal gewonnen? Tja, die Jungs spielen jetzt gegen Dortmund. Das könnte auch mein Spiel sein, aber da habe ich mich gegen entschieden. Wir haben das Ding ja geholt. Aber ich habe das schon ein paar Mal geholt. Ich habe mit Essen alleine 3 DFB-Pokalspiele gehabt und mit Sportfreunde L habe ich das Ding auch geholt. Ja, will den Namen jetzt nicht aussprechen, aber ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also Hebisch, Köp, alles Pokalsieger. Ist irgendwie die Marschroute dieses Jahr anders beim Waldhof? Also
ich weiß nicht, wie so ein Pokal aussieht. Ja, ich meine, jeder weiß, wie was im Pokal möglich ist. Ich denke, gerade hier in dem Kreis ist es auch schwerer, das Ding zu holen. Da hast du wirklich gute Konkurrenz. In Trier, da haben wir Oberliga gehabt, ohne die niedrig zu machen. Aber das ist dann schon so, dass du das gewinnen musst, dass du das von der Klasse her machen musst. Und das haben wir dann auch gemacht. Fantastisch. Jetzt am Freitag erstmal Spiel ohne Fans oder ohne viele Fans. Wie stellt man sich da als Mannschaft drauf ein? Wird auch eine Veränderung? Ja, uns fehlt der 12. Mann, das ist klar, aber wir werden genauso an die Sache rangehen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir werden gut eingestellt in das Spiel gehen und dann hoffentlich als Sieger vom Platz, damit wir dann Dienstag gegen Elversberg eine schöne Hütte haben. So sieht's aus. Freuen wir uns drauf. Dank dir. Bis Freitag. So, und jetzt noch ein Highlight hier im Livestream. Wir empfangen den Coach und Torhüter von TSV Fortuna Götzing. Komm mit ins Bild. Stell dich mal kurz vor, ich habe deinen Namen leider nicht parat. Jürgen Göbes. Ja. Wie war es für dich? Erste Halbzeit lief ja eigentlich noch ganz gut. War in Ordnung, war sehr in Ordnung sogar. Aber hat extrem Kraft gekostet, klar. Das ist ein Tempo, das geht mir normalerweise nicht. Von dem her war es in Ordnung, aber die Jungs haben es einwandfrei gemacht, ganz toll. Bin sehr stolz. Also von dir aus nimmt man das Ergebnis in Kauf. 1-6 ist natürlich in der Höhe vielleicht auch nicht dem Spiel entsprechend. Zum Schluss haben wahrscheinlich die Kräfte ein bisschen nachgelassen, ne? Definitiv, aber wir haben Tor geschossen, das war unser großes Ziel. Und das war's für uns eigentlich. Wir werden ordentlich feiern für das 6-1. Also es ist nicht oft, dass man für eine Niederlage feiert, aber heute werden wir es richtig genießen. Wie hat sich das angefühlt? Was hast du festgestellt als Trainer gegen den Regionalligisten? Ja, das Tempo ist unwahrscheinlich hoch. Die Ballsicherheit ist da. Wir müssen Wege laufen, die wir in der Kreisliga nie laufen müssen. Da sind eigentlich mehr die den Ton angeben. Und dann ist es schon eine Umstellung, klar. Aber ich finde, die Jungs haben es einwandfrei gemacht. Ganz toll. Wird sich jetzt ein bisschen dran orientiert, wie der Waldhof gespielt hat in den nächsten Trainingseinheiten? Ja, das wird nicht ganz hinhauen. Das Tempo haben wir doch nicht so ganz drauf und die Ballsicherheit. Nee, hebt er nicht. Aber das, was wir machen, derzeit ist schon richtig gut. Und ich hoffe, dass unsere Runde, die im Sonntag anfängt, dann auch erfolgreich gestaltet wird. Und wir rechnen uns ein bisschen was aus, ja. Also war das trotzdem ein Highlight, auch wenn man jetzt in der dritten Runde leider aus dem Pokal ausscheidet? Gegen so eine Mannschaft ist es 6-1, finde ich, ein super Ergebnis für einen Kreisligist. Und wir sind alle stolz drauf und es bringt uns nur vorwärts. Wie oft spielt ihr vor 1050 Zuschauern? Immer, wenn wir in die Relegation gehen. Ne? Gut, nee, normalerweise. Also wir müssen sagen, wir haben viel treue Fans. Wir sind mit 200, 250 sind eigentlich immer da. Das ist für uns eine Riesenkulisse. Das ist natürlich definitiv ein Highlight. Sauber. Findet ihr auch irgendwann mal den Weg nach Mannheim ins Karl-Benz-Stadion vielleicht? Wir kommen definitiv im DFB-Pokal, also ohne Frage, weil ich glaube, ihr holt den ja. Und außerdem müsst ihr das ja das Jahr packen. Also das ist Pflicht. Ja, das sagen wir seit 14 Jahren jetzt, glaube ich. Aber das Jahr klappt's. Wir sind Glücksbringer. Ihr seid wir sind dann nehmen wir das so mit. 6-1 gegen Götzing, dann gewinnt man auch den Pokal. So ist es. Wenn dann man so einen Gegner aus dem Rennen haut. Muss man, oder? Muss auch erstmal geschafft werden. Dann wünschen wir euch viel, viel Erfolg für die Runde und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr ja nochmal im Pokal. Vielleicht, mir geben wir alles. Fantastisch. Danke euch für ein schönes Spiel. Ja.